Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Der großen Planierarbeit. Yay. Ja, wir sind hier mit der Line durch. Versuchen jetzt hier überall Abtragungen zu machen, bis auf perfekte Blöcke. Also ja, dafür ist dieses selbstgebastelte Lineal hier. Die tragen hier das ab und lagert's ein, wie gewollt. Weil unsere Vorräte sind nicht so schön, wie man sieht. Wir können nicht mal eine Fläche füllen. Deswegen lassen wir die erstmal das hier abtragen. Und dann das hier. Während die hier halt Steine bringen. Du haust da unten wieder was weg. Schön für dich. Ich wollte sagen, Hauptsache es werden keine krummen Zahlen. Aber natürlich. Hat hier jemand genau einen Stein wieder irgendwo verloren? Und ja, die Seite hier wird immer löchriger. Während die hier ganz interessant beim Runtergraben sind, muss ich ja schon sagen. So, machen wir mal hier die Treppe etwas weg.
Blonk. Gut. Wieder sehr wenig zu erzählen, leider. Weil die Arbeiten erst gemacht werden müssen und ich hoffe, dass die Sonne bald wieder aufgeht, dass wir mehr sehen. Ja, und unsere Steinvorräte füllen sich auch langsam wieder. Etwas langsam, aber sie tun es. Wir haben ja zum Glück noch sehr viel, was wir abtragen können. Wie man allein hieran schon sieht. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bereiche. Und ja, hier. Würde ich sagen, tragen wir bis hierher ab. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Bereiche. Und natürlich hier noch 2 Bereiche.
Gut. Wie viele Ebenen haben wir hier noch? Immer noch fünf dann, wenn sie die, also fünfeinhalb. Man merkt, die Jungs hier sind schneller, weil sie nichts abtransportieren müssen. Ich meine, gut, die haben auch noch fünf Schichten und Gott sei Dank, die Sonne geht auf. Wir sehen langsam wieder was. Ihr könntet euch wirklich aber auch richtig verteilen mal. Ja, so meinte ich das mit dem Parteien. Sieht ein bisschen besser schon mal aus. Ja, so sieht das doch mal ein bisschen professioneller aus. Und das hier sieht löcherig aus. Gut, ich habe ja auch selber einen Block weggehauen und es fehlt schon wieder irgendwo ein Stein. Okay, da behelfen wir uns mal ein bisschen. So. Gut. Es liegt hier zwar ein Haufen Steine rum. Aber was soll man machen? Sie wirkt trotzdem manchmal komisch beim Abbauen. Da sieht man es ja auch schon wieder. So.
Ja, und das geht auch perfekt auf, dass hier die Treppe noch im Steinbruch drin ist. Es ist übrigens schön zu sehen, wie sie alle diese Treppe hier nehmen, wenn sie da hoch wollen. Und ich sehe gerade, wir sitzen bald 60 Stunden schon an dieser Planierarbeit. Schon krass. Das heißt, wir sitzen jetzt schon Pi mal Daumen ein Jahr lang hier an diesem Planiervorgang.